Also, hallo Leute. Hi. Heute werden wir die polnischen traditionellen Weihnachtsgerichte ausprobieren. Mhm. Und wir müssen wissen, ob sie dir schmecken. Also, am Anfang haben wir die rote Rübensuppe mit Uschka. Kleine Pirogen. Also, bitte. Dankeschön. Guten Appetit. Guten Appetit. Also ich finde sehr lecker. Ja. Ich kenne sehr viele Menschen, die keine rote Beete, also rote Rüben, mögen. Aber ich mag es sehr, deswegen finde ich es gut. Und womit sind die Uschka gefüllt? Mit Pilzen, vor allem. Ja, es ist nur als die... Ja, ich würde sagen, dass es ist ähnlich wie Pirogen an der Füllung, aber besonders Pilze. Ja. Also jetzt haben wir die Pirogen und ich finde sie sehr lecker. Also wir können sie ausprobieren. Okay. Ich mag aber auch Pirogen. Bisher habe ich aber nur Pirogen mit einer anderen Füllung gegessen. Aber ich mag Kraut bzw. Sauerkraut sehr, sehr gerne. Und weißt du, was noch da drin ist? Außer Kraut, Brot? Es gibt Pilzen auch und ich finde, weil das ist die traditionelle Erfüllung von Weihnachten. Also. Also an Weihnachten isst man Pirogen mit einer anderen Füllung als sonst. Ja. Okay. Es gibt verschiedene Erfüllungen für die verschiedenen Okasien. Also. Also jetzt essen wir einen Tisch mit Gemüse. Und es ist vor allem die Karotte. Also ja, bitte. Dankeschön. Guten Appetit. Und weißt du, was es für eine Art von Fisch ist? Es ist nicht kalt. Ja, kann das drüber. Ich weiß nicht. I think it's just like from my taste buds, it's unusual to taste fish with cold and it's not sushi. Like the only time I eat fish cold is when I eat sushi. So we came to Poland and have our type of sushi. Yeah. Without the rice. Aus Griechenland. Aus Griechenland. Also, wir haben jetzt ein Getränk aus, es ist aus Trockenfrüchten gemacht und es verbessert die Verdauung, also es gehört dazu. Prost, das ist Prost. Prost. Es schmeckt nach irgendwas, das ich kenne, ja. Aber ich weiß nicht. Louder! Ja, es schmeckt nach irgendwas, das ich kenne, aber ich weiß nicht was. Ich kann es nicht identifizieren. Ja, genau. Es schmeckt irgendwie nach... Ich habe das selber gefunden. Ja, es schmeckt nach super vielen Gewürzen irgendwie. Ja. Also, aber nichts, was ich bestimmen kann. Das ist ganz, ganz es ist nicht so süß, aber auch nicht salzig. Ja. Es ist auch, aber trotzdem nicht neutral. Mhm. Also es ist sehr, sehr ungewöhnlich. Genau. Das genau wie. Exactly. Oh, genau. So, that was it so oft. Ja, ich finde, dass wenn ich genau sage, ich kann als Deutsch schulen. Yeah. Genau. Ich sag das. Ja, genau. I say it all the time. I remember this word and I'm going to be like, ja, genau. Ja, ja. I say it all the time. Yeah, I overuse, genau. Yeah. Same. Overuse it to the extreme. Like when I used to do presentations in my politics class, I had like the thing in my head when I suppressed saying am. So I said, yeah, genau. Say that all the time. Yes. But the teachers actually don't look at words like genau or ja, okay, because they are like
They are focused to look at the parts. So it doesn't really show that much. That's a that was my trick there. Also Okay. Und das ist kalter Hering. Ja, kalter Hering. Und dann gut. Also jetzt haben wir einen nächsten Fisch. Also es ist Hering. Guten Appetit. Und es ist auch kalt. Das erinnert mich ein bisschen an von der Soße her, nicht vom Fisch her, von der Soße her erinnert es mich ein bisschen an die Soße, die auf einem Fischbrötchen drauf ist in Hamburg. Oder im Dunkel. Nee, eher so Remouladensoße, so auf einem Fischbrötchen, dass man in Hamburg isst zum Beispiel. Das ist die beste. Okay. It's very salty. I still like it. Also, wir werden jetzt Nudeln mit Mohn ausprobieren. Ein bisschen Sauce auch. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es süß ist. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Aber es war auf jeden Fall nicht, dass es süß ist, aber es ist lecker. Ja. Und es gibt auch die Trockenfrüchte. Salat mit Mayonnaise. Zu viel. Okay. Okay. Guten Appetit. Ist das Reis? Reis mit Gemüse? Ja. Auch lecker. Sehr einfach. Ja, aber es ist eine Option mit Reis, aber es gibt auch ohne Reis. Und es gibt mal Karotten zum Beispiel und also Leftover und zum Beispiel Super, die gekocht werden. Also, wenn man den Reis weglässt, ist mehr Gemüse. Ja, aber Option mag ich mal. Und abschließend haben wir die Nachspeise. Und es gibt die Leibenkuchen und die Mohnkuchen. Und meine Lieblings ist Mohnkuchen. Also. Ja. Es ist mit Luca. Aber sehr, sehr lecker. Ja. Aber nach 12, also da 11, 10 Gerichten ist das schon. Ganz schön viel. Aber Nachtisch geht immer. Immer. Egal wie viel man davor gegessen hat. Genau. Also für mich war das Ungewöhnlichste tatsächlich das Trinken. Wie heißt das nochmal? Kompotsuppe. Genau. ich weiß nicht, sowas kenne ich aus Deutschland gar nicht. Natürlich so. Fischgerichte kenne ich auch, aber es war für mich total untypisch, das kalt zu essen. Aber es war sehr lecker. Ich muss sagen, vom Essen haben mir am besten tatsächlich die Pirogen geschmeckt. Ja. Und wie heißt die rote Rübensuppe nochmal? Barscht mit Uschka. Uschka. Genau, das fand ich sehr, sehr lecker, aber das kannte ich eigentlich beides auch schon. Ja. Aber trotzdem sehr, sehr gut geschmeckt. Und es ist für mich untypisch, kein Fleisch zu essen, wenn ich an Weihnachten denke. Und an Weihnachtsessen, weil wir in Deutschland doch sehr viel Fleisch essen. Auch an Weihnachten. Ja, wir auch, aber nicht am 24. Ja, genau. Am Heiligabend es gibt kein Fleisch, es ist ein Verbot. Also, wir haben nur Fisch. So viele Speisen. Also. Und wie ist deine Lieblingsspeise? Mohnkuchen. Ja. Weil
eigentlich kein bestimmter Grund, ich liebe einfach nur Mohn. Mhm. Deswegen. Genau. Also es war aber alles sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Das Einzige, was ich nicht gegessen habe, war das Jelly, das... Mhm. Ich weiß gar nicht. Wackelpudding, Gelatine-Zeug beim Karpfen. Das mag ich nicht so. Ich auch. Ja. Aber das denke ich ganz normal, dass es Sachen gibt, die man nicht mag. Ich würde mich bedanken. Aufmerksamkeit, oder? Dass ich gegessen habe. Ja, genau. Bitte schön. Also, we can try saying Woche Weihnachten in Polish. If you manage to say Wesołych Świąt. Oh. You have to teach me like very slowly. Okay. Slow. Yeah. Get me through it. Also, ich freue mich darauf, dass alles dir geschmeckt hat. Ja. Und ich möchte dir frohe Weihnachten wünschen. Dankeschön. Wesołych Świąt auf Polnisch. Wesołych Świąt. Wesołych Świąt. Okay. Schwiont. Genau. Frohe Weihnachten. Ja. Danke für die Möglichkeit. War sehr schön. So, thank you guys for all the preparation and stuff. It was very good. I guess it was a lot of work, so thank you very much.